Hi Leute, willkommen zu einem weiteren Part Super Mario 64. So, und ich weiß jetzt auch, wie das geht, und da soll es halt eigentlich so im ganzen Part gehen. Ich hoffe, wir müssen ihn nur halt dreimal treffen. So ein fetter Block, Alter. Bam. Oh fuck, das war zu spät. Unglaublich, du hast mich von meinem Kreuzschmerzen befreit. Als Dank gebe ich dir diesen Stern. Here we go. Wir haben es geschafft. Speichern. Okay, es wird sogar noch so gespeichert. Spiel speichern. So, jetzt weiß ich auch noch, wie es geht. So, jetzt können wir gucken, wo es hier mit 2 Sternen weitergeht. Hier geht es mit 3 weiter. Was passiert denn so? Hier ist ein ganzer Keller. Na, da können wir uns ja mal so im nächsten Part zu gucken, was so in diesen Kellertüren ist. Auf jeden Fall gucken wir jetzt mal, wo das zweite Level ist. Halt, dass wir im zweiten nächsten Part weitermachen können. Hier ist 3. Geht's denn hier weiter? Ach, was ist dieser Tunnel? Dann gehen wir jetzt einfach mal. Brauchen wir wohl noch einen dritten Stern, wenn es hier keine weiteren Häuser mehr gibt. Öffne diese Tür, benutzt du 8 Sterne. Du musst also 6 noch von ihnen finden. Jo. Hier geht's noch einmal. Die mythische Kraft der Sterne öffnet die Tür. Nakito-Kamera weg. Hier ist ein Traum. Hilfe, Mario. Mein Schloss befindet sich in einer großen Gefahr. Ich weiß, dass der widerliche Bowser seine Hände im Spiel hat. Er hat alle Türen. Ach ja, das wissen wir ja schon. Ich meine, da geht es ja auch draußen weiter, ne? Also auch nicht nur im Schloss. Alter, tu die Dreckskamera weg. Lakito. Kam eigentlich Lakito nochmal in irgend. Ich weiß gar nicht, ich glaube, dass er schon noch in Spielen vorkam, Lakito. Aber. Ich wüsste gerade keins. Vielleicht wisst ihr es ja. Könnt es ja gerne in den Kommentaren schreiben. So, dann gucken wir mal, ob es draußen noch was gab. Hier komme ich ja nicht weiter. Ich stelle euch vor, hier im Wasser werden auch noch solche Sterne. Ja.
Schade. Auf jeden Fall. Ich glaube, meistens, wenn da so Dinge von den Fans erwähnt, wenn sie danach betteln. Crash, Spyro Remake, so. Und ich frage mich halt, ob das auch mit Mario 64 passiert. Es ist schon ein cooles Spiel. Wäre sinnvoll. Vielleicht macht man das ja auch momentan. Man weiß es ja nicht. Und ja, dann gehen wir jetzt demnächst mal in diesen Keller hier hinein. Und das war's, ciao.